Mein Name ist Andreas Garstka, ich bin Diakon in St. Pankratius am Morringer Buch und ich freue mich, dass du dich dafür interessierst, an einem Firmenkurs teilzunehmen. Den Firmenkurs gestalte ich nicht alleine, sondern ich darf vorstellen, Sandra Jensen, toll, dass du es mitmachst. Ja, auch von mir, schön, dass du dabei bist und wir beide werden dich heute durch einen etwas anderen Infoabend leiten. Und bevor wir eigentlich zu den Inhalten kommen, die dich interessieren, also wie läuft der Firmenkurs dieses Jahr, wollen wir mit einem kleinen Impuls, mit einer kurzen Wortwolke zum Thema Firmung starten, die Andreas euch vorstellt. Nimm dir Zeit. Schau dir die Begriffe an, die ich zusammengesammelt habe. Alles rund um das Thema Firmung. Nimm dir Zeit, schau es dir an. Vielleicht ist etwas dabei, wo du sagst, ja, geht mir auch so. Habe ich auch dran gedacht, als ich mich zur Firmenvorbereitung angemeldet habe. Viel Freude dabei. Ja, ich hoffe, du hast etwas gefunden, was dir vielleicht in den Kopf gekommen ist, als du unseren Brief gelesen hast oder als du gemerkt hast, du interessierst dich dafür, bei uns mitzumachen. Vielleicht war auch etwas Neues dabei, was dich im Prinzip neugierig gemacht hat auf das, was kommt. Erstmal ganz im Groben so die äußeren Formalitäten. Alle seid ihr eingeladen, also vor allem du, der sich das hier gerade anschaut. Egal, ob du von uns einen Brief bekommen hast oder ob du auf eine andere Art und Weise von der Firmenvorbereitung gehört hast. Wir haben in erster Linie die Jugendlichen angeschrieben der Geburtenjahrgänge 2004 und 2005, denn ihr sollt bis zum 31.12. 16 Jahre alt sein. Aber solltest du dich dafür interessieren und bist zum Beispiel noch nicht getauft, ist das überhaupt kein Problem, denn es besteht auch die Möglichkeit, sich im Rahmen der Firmenvorbereitung taufen zu lassen. Unsere Firmenvorbereitung läuft im Prinzip als ein Firmenkurs in drei Säulen. Also wir haben drei große Module, die wir dir jetzt im Weitergehenden vorstellen möchten. Und hier fangen wir mit dem Basismodul an, zu dem Andreas etwas sagen möchte. Das Basismodul umfasst den Eröffnungsblock. Wir haben es Kick-Off genannt. Anders als in den Jahren, Corona-bedingt, können wir da keine große Feier draus machen, uns im Blue for You treffen. Wir machen den Eröffnungsgottesdienst, das hängt ein bisschen davon ab, wie viele es letztendlich sind, in einer unserer beiden großen Kirchen, also sprich St. Katharina von Siena in Blumenberg oder in St. Pankratius am Morringer Bruch, wo am Ende auch die Firmenfeier sein wird. Wir stehen zurzeit eben in St. Pankratius. Und der Eröffnungsgottesdienst soll stattfinden am 11. April, zu dem wir euch einladen. Und es ist wichtig, dass ihr alle dabei seid. Das ist ein Teil unseres Basismoduls. Ein anderes wird sein, dass wir verschiedene liturgische Feiern euch anbieten möchten, mit euch zusammen Liturgie erleben in unterschiedlichen Räumen und zu den unterschiedlichen Momenten. Aber dazu dann später mehr, weil wir sind im Katechetenkreis dabei, das Vorbereitungskonzept ein bisschen zusammenzustricken. Das zweite Modul, was wir haben werden, das ist das sogenannte Inhaltsmodul. Da, wie der Name schon sagt, geht es eigentlich um den Inhalt, den wir in der Firmenvorbereitung mit euch behandeln möchten. Corona-bedingt können wir dieses Jahr leider keine Wahl zur Verfügung stellen, sondern unsere Firmenvorbereitung wird ausschließlich in der Großgruppe stattfinden können. Dazu haben wir vier Freitagabende und Samstagabende ausgesucht, wobei ihr aber jeweils nur einen wählen müsst. Und ihr dürft von Termin zu Termin überlegen, möchte ich lieber an einem Freitagabend oder möchte ich lieber an einem Samstagabend die Firmenvorbereitung machen. Zusätzlich gibt es dann noch eine Sakramentenausstellung. Die wird es voraussichtlich Anfang Juni in einer unserer Kirchen geben. Und an dieser Stelle werdet ihr ganz individuell und selbstständig euch mit den Sakramenten auseinandersetzen. Und als letztes gehört zum Inhaltsmodul noch der Versöhnungstag, den wir kurz vor der eigentlichen Firmenfeier feiern werden. Und
Zudem haben wir uns jetzt noch überlegt, dass neben Basismodul und Inhaltsmodul ja eigentlich noch etwas Plus on top drauf sein könnte. Das ist das Plusmodul. Plus heißt, wie Sandra gerade sagte, es kommt obendrauf. Und da suchst du dir eines aus, mindestens eins. Das ist ganz wichtig. Jetzt fragst du sicherlich, was wird es sein, das Plusmodul? Da sind wir im Katechetenkreis unterwegs und suchen noch was. Und spätestens bei der Anmeldung bekommst du von uns dann genau diese Informationen. Aber vielleicht auch schon früher, wenn wir sie haben und sie euch, dir, dann per E-Mail zuschicken. Da suchst du dir eines aus, mindestens eins, und wir freuen uns darauf, ganz unterschiedliche Sachen anbieten zu können, aber mehr müssen wir, wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Und jetzt kommt, glaube ich, das Wichtigste. Wie kannst du dich für die Firmenvorbereitung anmelden? Wir sind aufgrund der momentanen Situation leider dazu verpflichtet, nachzuverfolgen, wer sich bei uns anmeldet und wen wir treffen. Das heißt, es wird eine Doodle-Umfrage geben, in die du dich einträgst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zudem kommst du dann eben zu uns zum Anmeldegespräch und wir machen das Ganze. Zum Anmeldegespräch bringst du bitte den Anmeldebogen mit, den wir dir in den nächsten Wochen per E-Mail zukommen lassen werden, sowie das Stammbuch der Familie, denn wir wollen einmal nach deinem Taufnachweis schauen. Und bei den Anmeldeunterlagen wird eine Datenschutzerklärung dabei sein, wo es eben darum geht, ob wir zum Beispiel den Namen verwenden dürfen für irgendetwas oder ob wir die E-Mail-Adresse an die Katecheten weitergeben können, damit ihr euch zum Beispiel fürs Plusmodul anmelden könnt. Wir werden die Anmeldegespräche so machen, dass wir eine ganze Woche lang in den unterschiedlichen Kirchen sind und ihr sucht euch einen Tag davon aus. Also das heißt nicht, wenn du in Rheinkassel wohnst, dass du automatisch zur Kirche St. Amandus in Rheinkassel gehst, sondern du nimmst den Termin, der für dich am besten passt. Solltest du Schwierigkeiten haben, melde dich einfach bei uns und das kriegen wir schon geklärt. Bis dahin ist eigentlich nur noch zu sagen, melde dich an und probier aus, was passiert. Wir freuen uns auf dich und wir sind gespannt. Wir? Das sind nicht nur wir beide, sondern das sind Katechetinnen und Katecheten, die mit euch zusammen diese Vorbereitung gestalten wollen, die euch Begleiterinnen und Begleiter sein wollen. Und wer das sein wird, wer das ist, das seht ihr in der nachfolgenden Folie. Wir freuen uns gemeinsam mit euch auf den Weg hin zur Firmenfeier. Jesus Christ, you are my life, you are my life.